Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von der aktuellen Degusta-Box für dich. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box ist eine Foodbox, die monatlich erscheint, 15,99 Euro pro Box und pro Monat kostet. Und ich habe auch einen ganz verrückten kryptischen Gutscheincode, damit kannst du 6 Euro auf deine erste Box sparen. Also wenn du Lust hast, da einfach mal reinzuschnuppern, dann bestell die dir sehr gerne. Dann kostet die erste Box ja 9,99 Euro. Das ist halt jederzeit kündbar. Also wenn du die halt wirklich einmal testen möchtest, ne, dann kannst du die dann halt auch einmal nur testen, wenn du willst. Ja, genau. Ich bekomme die in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, weil halt aus dem generellen Abo, was ich hatte, hat sich einfach eine Kooperation entwickelt. Das ist halt öfters der Fall. Wenn jemand davon begeistert ist, dann macht es durchaus Sinn, irgendwann mal eine Kooperation mit der Firma auch einzugehen. Und das habe ich schon vor ein paar Jahren gemacht. Und ja. Also vielen, vielen Dank, liebes Degusta-Boxen-Team, dass ihr überhaupt damals auf mich aufmerksam geworden seid, die Kooperation mir angeboten habt und dass das Ganze auch einfach so schön läuft. Ich darf auch in diesem Video wieder eine Degusta-Box an einen von euch verlosen. Das wird wahrscheinlich die nächste Box sein. Ist klar, ne? Die Boxen sind immer relativ schnell ausverkauft. Das ist jetzt die Februar-Variante und ich bin einfach extrem gespannt, was sich hier drin verbergen wird. Denn wir haben im Februar die Möglichkeit, entweder Valentinstag, und auf der anderen Seite so ein bisschen Karneval. Ich bin super gespannt, wirklich. Also es wird sehr, sehr spektakulär. Ich habe gestern erst, also für mich selber gestern ausgepackt, die Degusta-Box Cold. Das war so eine Special Edition, kann ich euch auch mal verlinken, falls die eher online kommt. Ansonsten kommt die jetzt in den nächsten Tagen. Dann solltet ihr natürlich diesen Kanal kostenlos abonnieren. Das kannst du hier unten einmal nachholen. Dann verpasst du auch keine Videos mehr von mir. Da haben mein Freund und ich nämlich heute Mittag den Rougette-Ofenkäse von gegessen. Und der war so lecker. Genau. Und ich bin einfach mal neugierig, ob wir hier jetzt was drin haben, was ich auch direkt vielleicht mit euch probieren kann. Die Box ist verhältnismäßig leicht, sonst ist die immer super schwer, weil wir auch Getränke hier drin haben. Ne? Hier sind nämlich so 10 bis 15 Foodprodukte drin, Lebensmittelprodukte und Sammy ist auch schon ganz aufgeregt. Hier haben wir den Flyer, wo drin steht, was drin ist. Da sind die Preise auch aufgeführt, die blende ich euch auch immer ein. Dann haben wir hier irgendwie auch ein Kreuzworträtsel, auch spektakulär. Dann hier auch nochmal der Hinweis zur Coldbox mit dabei. Ein bisschen hier Werbung ist da mit drin. Yves Rocher vor allem. Ferrero Rocher. Mal gucken, ob wir das hier mit drin haben. Raffaello. Geil, also wir haben hier halt sowohl Basic-Produkte drin, ne, also so ein Brot oder so auch mal ganz gerne, oder halt auch mal etwas ausgefallenere Sachen, die man nicht unbedingt so sieht im Supermarkt, ne, so Neuheiten oder speziellere Geschichten, und das finde ich genial, denn mein Freund und ich, wir sind halt so typische Einkaufslisten-Menschen und wir kaufen eigentlich immer das, was wir eigentlich schon kennen, denn, ja, wir sind, also ich bin hier in Nordrhein-Westfalen, ne, so, und wir sind hier wirklich sehr westfälisch. Was der Bur nicht kennt, das friert er nicht, also was der Bube, was der Mann nicht kennt, das frisst er nicht. So nach dem Motto, ne? So in der Art. Und das ist so ein bisschen auch unsere Lebenseinstellung. Aber die Degusta-Box holt uns öfters aus unserer Komfortzone raus und das feiere ich. Deswegen hatte ich die damals auch schon abonniert. Da hatte ich die nämlich gesehen bei Ninas Kosmetik. Das ist schon, weiß nicht, 4 Jahre her oder so. Und habe die dann auch mit ihrem Code damals bestellt und so. Und ja, jetzt mittlerweile, ne? Seht ihr die jeden Monat bei mir. Okay, als erstes greife ich hier was auf, was wir... Geil, was wir wirklich als schöne Abendbrotgeschichte oder Mittagsessen mal essen können. Das ist von Dr. Oetker, Halbproteinmahlzeit Grießbrei. Ich liebe Grießbrei und da habe ich jetzt hier auch nochmal die Variante Milchreis. Also Milchreis, Grießbrei, volles Rohr, unser Ding. Finde ich total klasse. Hier steht 2 Portionen drauf. Das sind dann halt wirklich kleinere Portionen. Ne? Also wenn du halt nur so einen kleinen Hunger hast und mal eben schnell was im Topf zubereiten möchtest, das geht dann easy peasy Sonnenschein mit Milch dabei. Sowas kannst du auch, wenn du nicht so Milch verträgst, mit hier, wie heißt das, Hafermilch oder sowas machen. Das ist auch überhaupt kein Problem, habe ich schon öfters gemacht. Und ja, genau. Finde ich klasse, dass die beiden hier mit drin sind, weil das geht bei uns super schnell weg. Also wir sind halt so, mein Freund arbeitet jetzt ja auch viel im Homeoffice, ne? Das ist einfach durch die Zeit jetzt bestimmt. Und ja, ich bin halt auch durch meine Selbstständigkeit immer zu Hause und manchmal vergessen wir einfach zu kochen. Dann sind wir so
in unserem Arbeitsflow drin, alle beide, und arbeiten so konzentriert vor uns hin, dass uns gar nicht auffällt, dass schon Mittag ist. Und dann stehen wir da so, Mist, und was machen wir jetzt? Ne, da gab es jetzt heute einen Rochette-Ofenkäse und dann, ja, demnächst gibt es dann Milchweiß und Grießbrei in solchen Momenten. Oder halt abends mal so, ne, schnelles Abendbrot, wenn man nicht so riesen Hunger hat, trotzdem aber irgendwie Bock auf irgendwas hat, was so ein bisschen warm ist. Ne? Das gibt es ja auch manchmal so. Finde ich schon mal sehr geil. Dann habe ich hier von McVitie's Cracker Crispy Sour Cream and Chive Flavor. Chive ist Schnittlauch, ne? Glaube ich. Das ist hier auch auf jeden Fall abgebildet. Sowas mag ich auch ganz gerne leiden. Mein Freund isst sowas auch ganz gerne. Der wird mir die höchstwahrscheinlich sogar wegschnabulieren. Das kriege ich nicht viel von ab. Und die kannst du entweder halt pur essen oder irgendwo in Frischkäse reindippen oder sowas, ne? Und ja, wir haben zum Beispiel jetzt auch in der Cold-Variante so einen Joghurt drin gehabt. So ein Bio-Protein, hast du nicht gesehen, Joghurt. Und den könnte ich theoretisch mit den Gewürzen von Just Spices, da habe ich übrigens auch einen Code, Just Claudi, gönnt euch hart, falls ihr da was haben möchtet. Da gibt es nämlich was, da gibt es Bratkartoffelgewürz für Umme mit dabei, wenn ihr meinen Code verwendet. So, auf jeden Fall könnte ich mir da gut vorstellen, dass ich da einfach dieses Kräuterquarkgewürz in diesen Joghurt reinmachen würde und dann hast du halt so einen leichten Dip, ne? Das ist dann nicht so schwer und ja, finde ich, glaube ich, ganz cool. Vielleicht heute Abend, da wollten mein Freund, also heute, wo ich das Video drehe, ist Freitag, ne? Und mein Freund hat eben auch schon gesagt, Mensch, wollen wir nicht irgendwie so einen ganz gemütlichen Couchabend machen? Und da machen wir uns dann gerne auch so kleine Dips und so Kram und so, ne? Ja, ich glaube, das wird ganz gut. Das könnte ich ja spontan einfach mal machen und meinen Freund überraschen. Ich glaube, der wird es cool finden. Wir haben hier auch ein bisschen was an Getränken mit dabei. Das hier ist jetzt so ein kleiner von Granini Juice Me Up. Naturtrüber Apfel für 1 Liter echten Saft, nur Wasser dazu. Ach so, das ist ein Konzentrat und da machst du dann, ja, einfach 1 Liter Wasser mit dabei. Das ist natürlich auch irgendwie cool, ne, weil wir haben das auch viel, dass wir so Sirup hier haben und dann einfach Leitungswasser nehmen und dann den Sirup reinmachen. Dann hast du zum Beispiel einen Eistee oder ich nehme meine Waterdrop-Viecher oder wir nehmen unseren Sodastream. Wir kaufen halt so kein Wasser mehr ein und deswegen finde ich solche Geschichten immer extrem gut. Du hast halt nicht diese Wasserschlepperei. Das Wasser wird nicht durch die ganze Welt transportiert, weil wir haben in Deutschland eine 1A Wasserqualität und was soll ich das denn im Laden kaufen, ne? Das ist eigentlich total dämlich. Und ja, deswegen finde ich das gut. Apfelsaft mag vor allem mein Papa sehr gerne. Also das ist so ein Getränk, was von uns, von meinem Elternhaus her sehr viel halt kommt. Ne? Da gab es immer Apfelsaft und Mineralwasser und Milch. Das waren so unsere Getränke, die wir hatten und womit ich auch groß geworden bin. Und offensichtlich bin ich groß geworden, denn ich bin 1,73. Und wenn mein Papa oder meine Großeltern zum Beispiel zu mir nach Hause kommen, Papa und ich, wir renovieren ja oben in letzter Zeit ein paar Mal häufiger. Oder wenn meine Großeltern mal vorbeikommen, übrigens Opa ist wieder aus dem Krankenhaus wieder da. Yay! Er ist in der Reha, aber trotzdem, immerhin. Es ist richtig geil. Vielen Dank für alle Gebete und alle, die uns die Daumen gedrückt haben. Es hat geholfen, Leute. Auf jeden Fall. Ist immer, wenn ich mal frage, was wollt ihr trinken? Hast du Apfelsaft? Hast du eine Apfelschorle? Und das habe ich sonst immer so gekauft, ne? Und das hier, das kann ich dann halt gut bei uns haben. Dann hast du schon mal, ja, was für 1 Liter Apfelsaft, ne? Das, ich weiß gar nicht, wie lange sowas dann haltbar ist. Aber easy, richtig cool. Bis zum 8.8.22. Ja, ich denke schon, ne? Also, mein Geburtstag ist im Mai. Dann kommen sie ja auch hoffentlich vorbei. Noch mehr Getränke haben wir hier drin. Das ist Tee, sowas trinke ich auch gerne, aber das ist jetzt mit Ingwer, das ist ein bisschen schwierig. Bad Heilbrunner Früchtetee, heiße Orange mit Ingwer, mit Vitamin C für das Immunsystem. Ich meine, dieser Ingwertee ist ja auch wirklich so ein Kick, ne? Aber ich mache mir super gerne halt so einen Früchtetee, lass den dann irgendwie tatsächlich mehrere Stunden ziehen und trinke den über den Tag einfach kalt, ne? Also da bin ich sehr, sehr tiefenentspannt. Jetzt gerade habe ich hier aber einen Waterdrop stehen, ne? Genau, das mache ich immer so ein bisschen im Wechsel. Auf jeden Fall, ja, wenn da Ingwer drin ist, dann ist das ein bisschen schwierig. Da trinkst du dann vielleicht 1 Tasse von und dann reicht das auch. ja, aber es ist halt sehr, sehr gesund. Cool ist es auf jeden Fall und sehr passend, dass es hier mit drin ist. Heiße Ingwer, vielleicht in Bezug auf Liebe. Hier steht jetzt auch kein großes Motto oder so mit dabei. Ist eigentlich so Popcorn und Filmeabend so ein bisschen, ne? Das ist eigentlich hier so von den Bildern her, aber... Ja, ne? Okay, weiter geht die wilde Reise. Wir haben hier noch mehr zum Trinken. Syrah Express
Heiße Liebe oder Eisschokolade. Das ist was für meinen Freund. Meine süße Auszeit, heiß oder kalt, immer eine Pause wert. Sowas mag der gerne. Und dann hast du da 10 Sachets drin, weil mein Freund ist so ein richtiger Kakao-Fan. Also der trinkt sich jeden Abend auch einen Kakao und hat da Spaß ohne Ende dran. Und hat auch mehr Kakaopulver als Milch da drin gefühlt. Aber sowas, ich glaube, das wird der gut finden. Ja. Ne? Ist halt Kakao. Ja. Weiß jetzt nicht, wie das... wahrscheinlich hast du da mehr Schokolade oder sowas mit drin. Weil ich weiß nicht, was das dann von Kakao an sich unterscheiden würde. Heiße Liebe oder Eisschokolade. Ja, kannst halt auch kalt trinken, ne? Ja, nicht schlecht. Also, wie gesagt, für meinen Freund 1A, das ist echt eine gute Box für meinen Freund hier gerade. hier ist nämlich auch was, was er eigentlich ganz gerne isst. Hat er diese Woche auch schon gegessen. So eine schöne Rahmensuppe von Nissin Demal Ramen Japanese Curry. Ja, eine Rahmensuppe, ne? Und sowas isst er ganz gerne auch. Ja, ich auch manchmal, aber halt nicht sehr exorbitant viel. Hier hast du meistens dann auch noch so kleine Dinger mit dabei, dass das schärfer werden kann, wenn man das möchte. Ne? Da ist auch noch so Chili-Pulver und so dabei. Das heizt halt ordentlich durch, wenn es im Winter so draußen richtig schön kalt ist und du kommst dann irgendwie rein und nach dem Spaziergang mit dem Sammy, mit dem Hund und gönnst dir erstmal eine schöne Rahmennudelsuppe, dann hast du halt so richtig alles von innen heiß und warm und geil und satt. Deswegen finde ich ganz cool. Ich mag sowas auch. Das war ja... witzig, das habe ich mir nämlich selber diese Woche gegessen, halt so als schnelles Gericht, ne? Von Miracoli Kräuterpasta Pronto in Tomatensoße. Das ist halt auch so dieses, ne, wenn du einfach Bock hast, mal eben schnell was zu machen. Das ist meiner Meinung nach nicht genug gewürzt. Also ich musste mir da ordentlich Gewürze noch dran knallen, weil das war halt schon sehr mau, ne, sehr leicht vom Gewürzen her. Ja, aber gut, Pfeffersalz hat jeder zu Hause. Ich habe da noch ein bisschen andere Tomatenwürzsalz oder so ein Kram dran gepackt, was ich halt auch von Just Spices hier habe. Und jo. Dann hat mir das auf jeden Fall gut geschmeckt. Ist für eine Person auf jeden Fall, ne? Oder ich meine, für mich, das sind jetzt 200 Gramm gewesen, für mich war das eine vollständige Mahlzeit. Ich glaube, mein Freund oder andere wären jetzt nicht so ganz so satt davon geworden, ne? Weil das ist schon eine kleinere Portion. Aber für mich persönlich reicht es vollkommen aus. So, ich sehe Weingummis. Und sowas mag ich ja auch ganz gerne. Wir wohnen ja hier auch in der Nähe der holländischen Grenze. Da haben wir ja eigentlich auch... jetzt gerade nicht so unbedingt, aber sonst hatte man immer diese Wochenmärkte. Und da wurden dann auch immer, oder kamen oder kommen immer die Holländer und haben dann so riesige Süßigkeitenstände, wo die dann mit diesen großen Schippen dann immer reingehen und dir dann das in diese, in deine ja, Tüte reinmachen. Ne? Richtig geil, ich liebe es. Und das ist halt so, als wären die einmal komplett durch die ganze Theke gegangen. Von Red Band Family Mix ist das. Und ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber... diese Pilze, die da drin sind, da sieht man das von der Seite nochmal, das ist tatsächlich auch so eine Kindheitserinnerung von mir. Die habe ich mir beim Wochenmarkt, wenn ich dann so zu meiner Jugendgruppe gegangen bin, immer geholt. Ich habe die so geil gefunden. Richtig cool. Oder wenn wir dann auch bei der Jugendgruppe Eier tauschen und so einen Kram gemacht haben, dann sind wir natürlich auch das. Wir hatten nämlich gleichzeitig unsere Jugendgruppe, wo da auch Markt war bei uns in der, ne, wo ich gewohnt habe. Und dann sind wir natürlich auch zu diesem Süßigkeitenstand gegangen mit unseren, was auch immer, wieder uns ertauscht haben und wollten dann Süßigkeiten dafür haben. Ein Traum. Ja, nette Männer waren dann immer da, die uns das auch getauscht haben, ne? Und das fand ich immer cool. So, dann habe ich hier etwas, was schön eingepackt ist. Das sind ja meistens irgendwelche Glasflaschen. Granatapfeltrink. Das Original mit Ingwerstückchen, Big Shot, also 12 Portionen. Heieiei. Shake to activate, jeden Tag einen Shot und es einfach in so ein Shotgläschen packen, ne? Wow, 250 Milliliter, von welcher? Von Kloster Kitchen kommt das. Mhm. Ja, und sowas ist halt, ne, gut fürs Immunsystem, das boostet alles noch so ordentlich. Das finde ich ganz cool, ne? Das gönne ich mir ab und an mal, wenn es auch, manchmal, wenn wir auch bei HelloFresh was geliefert bekommen, bekommst du da auch... ja, weil da sind wir ja Kunde, ne? Bekommen wir unsere Essensboxen immer. Genau, da bekommen wir auch immer irgendwelche Goodies mit dabei. Und da hatten wir letztens auch so einen Ingwer-Shot von, ich weiß nicht, Canini oder so war auch mit dabei. Fand ich total klasse. Und das kannst du dir dann halt auch irgendwie mit deinem Partner oder der Familie auch teilen. Deswegen finde ich das ganz cool, wenn man so eine große Flasche hat. Ja, finde ich schön. Das ist sehr scharf, aber ich finde das ganz geil. Und jetzt habe ich hier noch was. Das ist dann aber tatsächlich für meinen Freund oder für mich. Oh, ich weiß nicht. Ferrero Rocher will ich das teilen. Ich liebe Rocher. Hm. Zartbitter ist nicht so meine Welt. Das ist ja eher so wie Renoir, ne? Und Renoir ist voll das Ding von meinem Freund. 55% Kakao im Schokoladenmantel, Haselnuss. Oh,
Das sieht so geil aus. Also ich wusste nicht, dass es jetzt diese Ferrero Rocher und hier, da gibt es ja auch noch Alternativen, ne? Das war ja eben abgebildet. Das ist, nee, wir haben nur Ferrero Rocher hier drin. Da gibt es gar keine Alternative. Aber in diesem Flyer hier gab es doch auch unterschiedliche. Genau, da gibt es auch noch mit hier Vollmilch und auch noch mit weißer Schokolade. Und Raffaello gibt es auch noch, genau. Und ja, das wusste ich nicht. Ich liebe das so oder so. Wahrscheinlich, weil das jetzt weniger Müll verursacht, wie wenn du halt diese Kugeln hast, ne? Was kostet das? 1,79 €? Ist dann ja auch irgendwie verhältnismäßig in Relation zu, wenn du die Kugeln kaufst, günstiger, ne? Also cool finde ich das auf jeden Fall. Das werden wir mal ausprobieren. Genau, aber ich glaube, für mich ist es zu dunkel, zu bitter. Nicht so ganz meine Welt. Aber na, wird mein Freund glücklich gemacht. Und das ist aber was für mich. Ja, Power X System, Active Lifestyle. Ich mache jetzt ja auch Sport, ne? Einmal die Woche. Jetzt, letztens haben wir immer ausfallen lassen müssen, weil wir gefühlt alle gleichzeitig unsere Tage hatten. Das ist so traumhaft, ne? Es ist halt, wenn man mit Freundinnen unterwegs ist, dann, man gleicht sich ja auch an. Wir kennen uns ja auch schon teilweise 20 Jahre, ne? Oder noch länger kennen die sich dann ja auch schon. Auf jeden Fall ist es eine Crunchy Bar mit 32% Protein, eine Limited Edition Iced Cappuccino Geschmack. Oh, das ist auch sehr lecker, ne? Und das sieht auch sehr fluffig aus. Das ist voll mein Ding. Schön mit weißer Schokolade drumherum. Feier ich. Nom. Ja, geil. Also, wir hätten Alternativen gehabt, und zwar zu dem Granini Juice Me Abgedönsen, wo ich ja das Apfelsaftkonzentrat hatte, hätte es noch Pfirsich oder ich glaube Apfelorange oder sowas gegeben. Dann hätte es bei dem Kloster Kitchen, also bei dem Shot, auch noch einen Ingwer Shot und einen Kurkuma Shot als Alternative gegeben. Bei den McVitie's hatte ich ja die Sour Cream Variante, da hätte es auch noch die Chili Variante gegeben. Dr. Oetker haben alle zwei Stück mit drin. Ansonsten sind die Inhalte der Boxen gleich. Also manchmal hat man das, dass der Inhalt so leicht variieren kann. Aber das finde ich nicht schlimm. Ich bin eigentlich immer so zufrieden mit dem, was ich so bekomme. Und ich würde auch mal sagen, es lohnt sich auch mal wieder vom Preis-Leistungs-Verhältnis enorm. Also nicht nur, weil das einfach von den Preisen her höher ist als das, was man für die Box bezahlt, sondern auch, weil ich sehr, sehr viel davon verwenden werde, ne? Und das ist halt die Geschichte, was man halt für sich immer so bedenken muss, wenn man sich die Box anschaut, abonniert oder sonst irgendwas, ist man so ein bisschen aufgeschlossen, dass man auch mal ein bisschen was anderes ausprobiert, ne? Und das sollte man für die Box sein. Ich finde es total cool und kann, wie gesagt, auch eine Box dann eigentlich verlosen und ja, bedanke mich von Herzen fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!